Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. Ja, die letzte Folge ist jetzt schon ein bisschen her von der Aufnahme her. Deswegen wundert euch nicht, warum auch jetzt zum Beispiel das Licht dunkel ist. Es ist schon wieder spät nachts. Ich habe aktuell ein bisschen Stress vor, ob zu produzieren. Deswegen muss ich jetzt auch spät nachts aufnehmen. Ich nehme heute 3 Folgen auf bis nach Mitternacht. Und ich muss morgen um 5 Uhr eigentlich wieder aufstehen. Bedeutet, ihr seht, was eigentlich bei mir für ein Stress ist. Ich habe seit der letzten Folge hier schon einen kleinen Umbau gemacht. Ihr seht schon, ist nicht wirklich was Spannendes, aber ich habe hier eine Holzproduktion hingesetzt, die hier Holz produziert und hier aktuell hin weitergibt. Bin ehrlich gesagt noch nicht so ganz damit zufrieden. Ich würde gerne die Holzproduktion abändern und alles. Aber ja... Was ich aber auch gesehen habe, ist, dass wir hier ja unseren Bahnhof haben. Ich habe überlegt, ob ich den hier zu 2 Spuren ausbaue, dass ich abreiße, 2 Spuren hinsetze. Weil ich würde gerne den hier versorgen. Mit Holzbrettern. Den tun wir mal kurz aufnehmen. Ihr seht auch, wir haben 3,26 Millionen. Und deswegen... Ich würde jetzt nämlich diesen Bahnhof abreißen. Dass sie alles ein bisschen umsetzen, damit die Fahrten anders sind. Oder wir pausieren jetzt, schauen, dass hier nichts im Weg ist. Nein. Und jetzt kommt der Horror für viele. Wir reißen den Bahnhof ab. Tun hier ein bisschen entfernen wieder an Sachen. Ich muss dich leider abreißen. 100.000. Wer baut denn da? Hört auf, das kostet mich Geld. So, wir bauen jetzt eine Station. Und zwar ein Güterbahnhof, zweigleisig, und ich hätte ihn gern auf 120 Meter. So. Da kommt jetzt der Bahnhof hin. Zack. Jetzt das Stück für Stück anpassen, so dass er wirklich gut passt. So, perfekt. So. Das sind jetzt Leschinos. Was habe ich denn hier gemacht? Warum habe ich denn hier... Also irgendwas hatte ich hier. Auf jeden Fall war es dumm. Schienen sind zweispurig, bedeutet, wir können hier ein zweispuriges System jetzt einführen. Machen wir hier zweispurig, so. Schauen, du siehst in den Farben sozusagen, wo welches Gebiet unterteilt ist. So. Und das ist jetzt natürlich wieder ein bisschen gebaut, aber ist ja wurscht. Wir haben jetzt hier verschiedenste Sequenzen. Und sehen wir hier schon. Ah, das ist cool, aber dass man sieht, wohin was geht. Bedeutet, rein theoretisch müsste der logistikmäßig auch von. No, der zieht von vorne nichts. Oh no. Warte, da müssen wir kurz vorspulen, da muss ich den nochmal umplatzieren. Das ist jetzt kacke. Das ist jetzt echt kacke gelaufen. Ich wollte nicht, dass der die mitnimmt, dann brauche ich mich nicht um das Kümmern extra. Ja. Ah, das ist jetzt wieder teuer. Aber wir können es uns aktuell zum Glück leisten, das ist vorteilhaft. Soll ich jetzt nicht nochmal den ganzen Bahnhof neu designen muss? So zeige ich noch alles drin rein, theoretisch, ne? Muss ich echt so weit rüber, aber es geht sich aus, es geht sich aus.
Ja, wirklich sieht er. Ja, das sollte aber funktionieren, wenn ich jetzt hier so. Keine Ahnung, ein bisschen enger mache, so. 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 Sollte das eigentlich gut passen. Und wir können mit dem Holzdepot da fahren. Bedeutet, ich kann jetzt eigentlich für unten noch auch wieder das umdesignen. Das ist jetzt wieder... Das wird teuer, weil ich hier wieder scheiß Gebäude abreißen muss. Ah, das kostet Geld. So. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. So. Der Güterbahnhof wird abgerissen. Es kommt ein zweigleisiger hin. Also eigentlich haben sie ja recht. Eigentlich müsste ich so einen großen gleich hinsetzen. Machen wir auch. Wir tun gleich voll ausbauen. Wenn schon, denn schon. Ansonsten ergibt es keinen Sinn. So, okay. Was ist, wenn wir hier ein bisschen früher abwenden? Und dann teilen sich hier die Schienen auf. Genau. So. Dann haben wir zwei Gleise. Perfekt. Dann kann der Zug da reinfahren und wir können jetzt noch einen zweiten einstellen und sollten eigentlich nie ein Schienenproblem haben. Was auch immer hier geschehen ist, aber ich hoffe einfach, dass wir denn nie auf eine Schiene kommen. So, warte mal, wir brauchen jetzt hier Le Depot kaufen. Ach, guck mal, wir haben neue offene Wagen, das ist natürlich geil. Wir brauchen aber einen für Holz, da brauchen wir den Rundwagen hier. Dann nehmen wir die Classico. Und tun jetzt den Rundwagen nehmen. So würde ich sagen. Gehen auf Kaufen. Dann kriegt er einen Halt. Der soll hier laden. Wir tun unter Details am besten schon Holzplanken. 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 Und Holzplanken machen. So. Da soll er laden und hier unten soll er entladen. Let's go. Nächster Zug für den Schienenverkehr. Oh Gott, oh Gott, du. Da haben wir schon mal das erste Mal ein Problem gehabt. Das wird jetzt wahrscheinlich aus Versehen sein, weil ich halt wirklich blöd getimed das geschickt habe. So. Der kann jetzt aufladen und jetzt können ich die ganzen Sachen hier rausfahren wieder. Warum funktioniert das denn jetzt nicht? Warum? Jetzt geht's, okay, jetzt aber. Da war einfach ein Fehler und das Ding ist immer noch voll. Dadurch sollten wir jetzt nochmal ordentlich an Geldschub auch kriegen, grundsätzlich. Was ist denn mit dem jetzt los? Ich habe mich verirrt. Also, ja, den muss ich vielleicht entfernen. Arbeiten. So. Oh, der hat sich verirrt, der Kleine. Das sollte sich jetzt aber ändern. Rein theoretisch sollte er jetzt wissen, wohin muss. Jetzt kommt der gleich ein Zug aus. Tschutschut.
Und somit geht die Versorgung auch weiter. Wir brauchen eigentlich noch mehr Holzzüge jetzt auch. Wir bräuchten da eigentlich noch einen. Aber jetzt wartet der hier. Okay. Kann ich rein theoretisch. Ob sie überhaupt ausfahren, sehen sie, wenn sie abbiegen wollen. Das System muss ich auch nochmal komplett abändern. Aber aktuell funktioniert es auch so gut. Als nächstes muss das hier unbedingt überarbeitet werden. Erstens haben wir echt Doppelstock und wir haben aktuell nur einen. Persönlich das immer noch und das geht mir tierisch auf den Sack. Ich würde echt hier oben drüber eine Brücke legen. Ich will gerade echt, wie ich am besten die neuen Schienen dann lege. Es geht mir so auf den Nerv. Wir designen hier schon mal das neue Schienensystem. Und dann wird das nicht in Zukunft wirklich der Direktanschluss für die Züge zum Holzbahnhof. Nein, anheben sollen sie jetzt hier nicht. Da sollen sie bitte gleich bleiben. Was ist, wenn ich versuche von hier aus? So. Und dann zieht man hier rüber. Warte mal, Brücke bauen an. So. Brücke bauen an. Eins runter. So. Okay. Nein, das ist weiter. Oh Gott. Jetzt beginnt das Spiel wieder. Perfekt. Neues Schienennetz ist festgelegt. Dann brauchen wir jetzt noch die Signale. Das war ungut, das hat jetzt richtig geschossen. Das wollte noch von der Testung, glaube ich. Da hat es mir ordentlich die Nase freigeräumt. Was ist denn ein Vorsignal? Kann mir das jemand sagen, was der Unterschied zwischen normalen Signal und Vorsignal ist? Also mir ist jetzt gerade echt richtig die Nase geschossen. Lecco mio. So, okay. Da der fährt eh schon so perfekt, dann kann ich hier abreißen anfangen. Alter. Mir ist jetzt gerade echt richtig die Nase geschossen. Wie schaut denn das jetzt von den. Habe ich hier was getroffen? Nee, Mikrofon ist sauber, gut. Da fahre ich am meisten Schiss. Okay. Das ist ein Bereich, lustigerweise, ne? Aber finde ich ja ganz okay eigentlich. Okay, jetzt wird der hier. Du darfst hier jetzt nicht aufhören und hier nicht aufhören. Der muss jetzt bremsen. Aber ist auch klar, weil der fällt ja auf dieselben Schiene. Interessant. Aber hey, eigentlich müsste jetzt hier noch ein Zug unterwegs sein. Ja, da ist der andere. Und ich gönne mir jetzt mal was. Und zwar
pausieren wir das Spiel. Aber, Leute, das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir den Bahnhof hier umbauen werden und endlich das neue Holzabholsystem bauen, genauso wie eine erhöhte Holzproduktion, damit wir mehr liefern können und eine höhere Produktion starten. Also, bis dann. Ciao! Everything changes.